Leute, wer diese Clips schon kannte, der weiß vermutlich schon, um welchen YouTuber es heute gehen wird. Gut, ist ja nicht so, dass es dieses Mal ohne Rechtschreibfehler im Titel schon steht und somit ja schon jeder weiß, um welchen YouTuber es geht. Natürlich ist es Unsympathisch TV. Und ja, es gab schon ein How to Be zu ihm, bloß das Ganze ist eben schon 4 Jahre alt mittlerweile. Und wie J.URL. schon richtig nachgefragt hat, wird es Zeit für eine neue Auflage, oder nicht? Wer also Sascha noch nicht kennt, dem zeige ich jetzt ganz kurz mal, was so ungefähr auf ihm zukommen wird. Jo Leute, check meine neuen Einbauschränke. Frau von meinem Stiefvater übertrieben hot finde. Männlich 20. Du findest die Frau von deinem Stiefvater extrem hot. Fühl ich, Digga. Die Frau von deinem Stiefvater ist deine eigene Mutter. Was? Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um 212 km/h. Junge, was war bei dir los? Alter, bin ich gerade eine geschlossene Ortschaft oder was? Ich wollte doch nur kurz in JP Performance machen. Jetzt bin ich Vollgas am Arsch. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, diese Folge von How to Be wird jetzt wirklich besonders interessant. Also würde ich sagen, labern wir nicht lange rum, sondern legen sofort los. Ich versuche jetzt in 5 Schritten zu erklären, was Unsympathisch TV ungefähr so ausmacht. Und ich sag mal so viel, das wird eine Reise, die sehr viel mit Einspielern zugeballert ist. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Da freue ich mich drauf. Oh. Schritt 1 ist dieses Mal nicht der Humor. Denn ja, Unsympathisch TV hat keinen Humor. Das ist so ein Running Gag seit Anbeginn seines Kanals, dass er nicht lachen darf. Selbst wenn neben ihm schon jeder so Vollgas am Brüllen ist. Er lacht nicht mit. Niemals. Gut, vielleicht gibt es schon so ein paar Clips irgendwo, wo er doch mal gelacht hat auf Versehen, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Deshalb ist ein Format bei ihm aber super bekannt, nämlich diese Versuche nicht zu lachen Challenges. Das ist ja eigentlich sehr bekannt auf YouTube, aber bei ihm halt nochmal ganz speziell. Denn bei Sascha sieht das ungefähr so aus. Leute, wenn ihr keinen Flaschenöffner habt, zeige ich euch einen kleinen Trick. Oh mein Gott, du Dummer. Du Dummer. Stell mal vor, du hast mit 20 Frauen Kontakt, ne? Dich verlassen aber alle bis auf 9. Mit wie vielen Frauen hast du dann noch Kontakt? Mit den Mädchen, die mir immer treu geblieben sind, die immer stabil zu mir gewesen sind, so. Egal, was ich gemacht habe, die waren neben mir. Was geht bei dem, Bruder? Eine ganz einfache mathematische Rechnung. Du hattest mit 20 Frauen Kontakt. Alle verlassen dich bis auf 9. Die richtige Antwort ist eigentlich 9. Ich habe damals in Mathe aufgepasst. Satz des Pythagoras, Alter. Ich habe seine Mutter gefragt. Frage an euch. Wohin geht's aber in die Worte? Geht's dort lang, dort lang, dort lang oder dort lang? Dort lang. Rosen sind rot, wie lang geht noch die Pandemie? 100 Jahre Garantie! In welchem Monat kamen in Deutschland 2019 die meisten Kinder zur Welt? Bayern. Jo, beste Antwort. Wieder! Am Arsch! Man merkt aber schon mal, diese sarkastische, zynische Art trägt gut zur Comedy bei Unsympathisch TV. Wir machen weiter. Denn Schritt 2 ist die Werbeunfreundlichkeit. Ja, der einzige Grund, warum Unsympathisch TV noch keine eigene Insel hat, ist der, dass seine Videos ständig werbeunfreundlich ab 18 geschalten oder sogar ganz gesperrt werden. Doch warum dem so ist, weiß eigentlich niemand so genau. Sascha, blendet familienfreundliche Bilder ein. Mehr Anzeigen. YouTube, Altersbeschränkung in man. Google, habt ihr die Katzen gesehen? Schaut euch nochmal diese Babykatze an. Dieses Video kann nicht mehr ab 18 plus sein. Doch, wurde es. Scheinbar sind Babykatzen hier auf YouTube ein sehr heikles Thema. Dementsprechend würde ich sagen, wir versuchen es mal mit Welpen. Doch leider wurde auch dieses Video ab 18 gestellt. Aber weißt du was, Sascha, du kannst gerne meine Katzen benutzen. Also mir wurde noch kein Video ab 18 eingestellt. Rosen sind rot, Saschas Gesicht sieht aus wie eine Tomate. Schritt 3 sind dann die Formate. Und sind wir mal ehrlich, bei den Formaten wird kein Rad neu erfunden oder so. Meistens wird es einfach eBay Kleinanzeigen, Beichten, YouTube-Kommentare, Instagram-Nachrichten oder Jodel vorgelesen. Das ist jetzt nichts irgendwie voll Innovatives oder so. Aber dafür ist die Umsetzung auch umso besser. Freundin hat mir gebeichtet, dass sie fremdgegangen ist. Wobei es eigentlich kein Fremdgehen war, denn sie kannte ihn ja vorher. Was? Ich übrigens auch. Gebe unseren Leuchtenschwammkopf ab, siehe Bilder. Bei Interesse einfach melden. MFG. Wer hat sowas daheim rumstehen? Sowas gehört, keine Ahnung, ins Weihwasser getunkt oder so. Hallo, ich habe Interesse. Kann man diese Kaninchen auch mästen und schlachten zwecks späteren Verzehrs? MFG. Nein, schade, aber trotzdem danke, schönen Abend noch. Bitte, Ihnen auch noch einen schönen Abend. Jawohl, niedergestreckt, wow. Die Sau. Ich, männlich 14, beichte, dass ich letztens im Wald Sascha entdeckt habe.
Als ob ich so aussehen würde. Ey, Leute, hört doch auf. Ich meine, ich 18 beichte, dass ich einfach größere Nasenlöcher habe als Sascha. Endlich! Yo, Digga, bekommen die Menschen im Umkreis vom 1 Meter neben die überhaupt noch Luft? Oha, diese Brüste sind nicht von dieser Welt. Welchen Cheatcode hast du für diese dicken Haram? Bitte kein Bowling spielen. Eingegeben. Ich sag nur uff. Uff. Ich würde in deiner Brust à la Mutter Teresa schlafen wie ein Baby auf Tranadol. Props an deine Eltern. Das war's doch nicht. Ich würde meine... Ach du Scheiße. Ey, ich weiß schon, was YouTube an der Stelle jetzt zu mir sagen wird. Wiederschauen und reingehauen. Rosen sind rot in Saschas Videos, halt es wieder. Schritt 4 sind die random Einspieler. Ich habe einfach die Vermutung, würde man diese Stammzuschauer von uns bei Badisch TV einfach mal fragen, was sie unter anderem so am geilsten finden an diesen Videos. Da würden viele sagen, die Knossi, Montana Black, Trimax und so weiter Einspieler. Zumindest muss ich an der Stelle oft am meisten sogar lachen, weil die werden auch irgendwie immer an den richtigen Stellen gezündet. Walkout! Ja! Was? Es hat sich schon gelohnt. Ich feiere dich. Brasilien! Gezaubert. Boah, der ist ja, ja. Der hat auf jeden Fall Power und ist nur was für wahre Männer. Also falls ihr wahre Männer seid, dann ist der doch was für euch. Das ist nichts für mich. Kein Walkout. Das war ja unlustig, sein Vater, Digga. Ey, diesen einen Einspieler von Sascha muss ich aber nochmal zu Ehren von allen Keki-Fans editieren. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren nachher danken. Agatha hat wieder gezaubert. Bruder! Magie! Doch kommen wir nun zur Erkenntnis! Ja, was kann man schon Großartiges sagen zu diesem YouTuber? Ist halt ein räudiger Hund. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ich finde zum einen schon mal sehr positiv, dass Sascha sich nicht nur über andere lustig macht, sondern ganz oft auch über sich selbst. Sei es seine großen Nasenlöcher oder eben seine nicht vorhandene Freundin, weil ganz ehrlich, wo soll die sein? Die ist nicht da. Die war nie da, die gibt's nicht. Er nimmt sich selber auch nicht zu ernst, er macht eigentlich jeden Scheiß mit, wie zum Beispiel vor tausenden Zuschauern ein Kleid anziehen und lackiert sich dabei noch die Fingernägel rosa, ob ich sowas mitmachen würde. Gut, vermutlich schon. Wichtig an der Stelle ist aber auch zu erwähnen, dass auch Luca Props bekommen muss, denn immerhin zaubert er die Videos ja so geil hin. Deswegen geht hier Liebe raus an Luca. Mein Fazit ist also, Unsympathisch TV ist ein Kanal, den man mal konsumieren kann, wenn man zwischendrin mal zum Lachen braucht. Es ist schon recht einfache Kost, man braucht dann einfach nur ein bisschen Hintergrundwissen zu YouTuber und Streamern, dann findet man es schon lustig. Ein Doktortitel ist also nicht vonnöten, mich würde es wundern, wenn im nächsten Video plötzlich so die Quantenschaumtheorie debattiert wird. Okidoki. Aber schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Lasst auch ein Like und ein Abo da. Da bekommt ihr von mir auch ein Gustl zu Weihnachten, wenn ihr 16 seid. Checkt gerne mal den Kanal von Sascha ab, wenn ihr ihn eh nicht schon kennt. Er ist auf alle Fälle in der Videobeschreibung verlinkt und an der Stelle bin ich komplett raus. Ja, ist ja keine Sau. Muss man schon sagen. Ohne Scheiß jetzt. Okidoki.